So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play World of Tanks mit Joker. Den haben wir heute mal geschnappt und wir. Gut, da ich immer noch keinen 7er besitze, komischerweise, habe ich KV2 genommen und ich bin mittelmäßig beeindruckt von meinen Gegnern. Guten Tag. Ja, du hast ein Comet. Ja, ich habe schon Medium. Ach, das ist auch schon Medium. Ist der Cromwell auch schon Medium? Ja, oder? Rommel ist auch Medium. Nein, nee, ich Halt fahre. auf dem Weg zum Centurion. Ich fahre da nicht rüber, das ist mir zu gefährlich. Also, keine Ahnung, ich platze so schnell und. Nee. Ja, so ein Mittelding hier, deswegen oben mal. Ah, da. Ich finde den auch nicht schlimm. Der Centurion danach wird dann ja schon wieder Nachkriegszeit. Aber gut. Ich wette, die Deutschen haben den Leopard 1 nur bekommen, damit man so ein Alibi-Panzer hat, damit man sagen kann: Ja, es haben ja alle Nationen welche nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil vorher hatten es alle, außer den Deutschen. Naja gut, das ist World of Tanks Logik, die kennt man ja mittlerweile schon. So, mit dem, was man zu hören bekommt. Maximum Zoom Out Mod. Oh ja. Oh ja. Ich habe erstaunlich gute FPS, merkwürdigerweise. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was das Spiel für eine Engine hat, ne? Wie gesagt, Battlefield 3, höchste Aufstellung, 60 FPS Aufnahme. Hier krüppel ich zwischen 20 und 30 rum. Ich meine, Oh, da unten kommen sie alle. was sieht da hübscher aus? Habe ich hier Lampe drauf? Ich glaube schon. Oh, die Artillerie schießt. Da ist ein KV-4. Hm. Ah, ich lasse die großen Brocken mal kämpfen. Ja klar, du hast doch keine Chance. Aber da ist doch Ferdi und alles hingefahren, oder? BM50 Jagdpanzer 4. Kannst du ein Mikro ein kleines Stück näher in den Mund nehmen oder so? Weil Ja. du bist öfter mal Ja, der abgehackt. Ferdi ist gerade hochgefahren. Ah, Ich fahre jetzt wunderbar. einfach mal einen Schlenker zurück. Ich fahre mal Richtung Allee wieder. Jo. Ah, ja, das habe ich schon beim Abschuss gemerkt, dass der Schuss scheiße war. Oh Mann, ey. Naja, gut. Passiert. IS-3, T-34. Ne, IS. Nur ne, IS. Okay, das ist gut. Irgendwie kommt mir der Maus noch nicht ganz klar. Der letzten Runde auch. Da habe ich so ein paar Dinger verzogen. Keine Ahnung, die hätten eigentlich treffen müssen. Aber macht ja nix. So. Ich mag den T-71 überhaupt nicht. Dieses fahrende Go-Kart da hinten. Ja, ätzend, das Teil. Der wird demnächst noch feuerrot lackiert und kriegt ein Bobbycar-Symbol drauf. Ja, das ist. Ja, der ist keine Ahnung, der ist echt zu stark für das Tier. Was heißt zu stark? Er hat halt einen zu krassen Durchschlag, finde ich, für das, was er bietet. Oh, verdammte Scheiße. Hallo VK, ich sehe deinen Turm. Ich aime. Oh Gott, wo ging der denn hin? Ich hab nichts gesagt. Ja, Die dürfen mich ja eigentlich nicht spotten können. Ah, Mist. Mal gucken, wann der KV-4 wieder aufgeht. Jetzt geht er wieder auf. Start aiming. Ich brauche eigentlich auch nicht schießen, was nicht offen ist, weil die Kugel eh so komisch fliegt, weil dann verändert sich ja auch der Winkel, in dem die Kugel fliegt, wenn ich halt auf was schieße, das nicht offen ist. Weil dann aim ich ja quasi hinten ins Nichts. Dann fliegt die Kugel ja viel höher, als wenn ich das nicht machen. Scheiße, jetzt bin ich gespottet. Ja. Jetzt gerade den Motor zergurkt. Ja, ganz ehrlich, weil wirft er jetzt echt gerade den Panther M10 vor, dass der Goldmunition schießt. Das Ding hat einen Durchschlag von, keine Ahnung, von einer Karotte. Ich hab vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Tut mir sehr leid. Und dafür kann ich jetzt mal live sagen, wer das möchte. Google Plus nervt mich. Das Übliche quasi. Ich habe noch nicht einen einzigen Schuss rausgehauen. Das kann es irgendwie nicht ganz sein. Aber gewinnen wir das auch noch? Leicht. Das
ein Suppen-Pershing. Ich sitz bei dem Tiger daneben. Schade, hätte ich ihn in die Seite getroffen von seinem Turm, dann... Leute, ich bin gerade geplatzt. Da war der Tiger. Und eine Hellcat. Ja, die Hellcat hat mich auch finalisiert. Ja, deshalb. Ich habe nur offen gehalten, was offen ging. Super Pershing. Oh, guck, guck. Mund auf. Jawohl, hab er, hab er. Zweiter Schuss, aber bis jetzt immer noch nicht so viel Schaden, aber gut, es ist auch ein Achtergefecht. Und was nicht ist, kann ja noch kommen. Muss ich jetzt hier rushen? Wieso ist der Löwe tot? Ich habe noch zu viel Reload, den wird jemand anders kriegen. Macht ja aber nichts. Oder auch nicht. Das ist nicht sein Ernst! Der steht da jetzt nicht wirklich noch mit 3 HP, oder? Nee, ehrlich? Jetzt bitte Su. Die SU-100 hier. Bitte Su, sei so. Bitte Su, lad HE. Lad doch HE. Ich will nicht, ehrlich, tatsächlich, das ist so unsinnig, den zu töten jetzt. Lässt sich noch eine Schelle geben, die SU. Richtig unnötig. Weißt du, eine halbe Minute habe ich jetzt Reload, dafür, dass ich dem 3 HP abgezogen habe. Zumal du gleich einen Tiger vor dir hast, ne? Ja, deswegen bin ich im Rückwärtsgang. Und ein KV-4. Ja, der Tiger macht eigentlich nichts. Der dürfte mich eigentlich nicht sehen, oder? Wrack dazwischen, ja. Ne, der dürfte mich eigentlich nicht spotten, meine ich. Wie das jetzt hier im Moment ist. Der ist das größere Problem. Ah, KV4 seitlich. Schmackofatz. Lecker. Oh, Tiger seitlich, noch leckerer. Ah ne, schade, das... Alter, was hat denn der Tiger gerade gefressen? Der muss wohl alles kumulativ mitgenommen haben, was er ging gerade. Guck mal, jetzt werde ich gleich richtig viel Damage an dem KV4 machen. Nicht. Boah, ging eigentlich. Und dafür, dass es so ein dicker Panzer ist, finde ich 250 noch in Ordnung. Ich meine, ich schieße hier auf 6er. Ist jetzt nicht so, dass ich hier so ein Riesentank wäre, ne? So, ich bin aber auch noch am Reloaden. Und hier müsste noch irgendwo eine Hellcat stehen. Sehe ich den? Hellcat, da ist sie. Wo wir gerade vom Teufel reden. Hab ihn gesplasht mit 300 Schaden. KV-13. Hellcat. Wird auch mich schießen gleich. Oder auf 50-100, weiß ich natürlich nicht. Ich helf mal den da hinten lieber. Die Hellcat ist nicht so wichtig. Die ist ja recht schnell tot. Fuck. Hätte der getroffen, wäre der AI jetzt tot. Na gut, dann gehen wir die Hellcat holen. Noch 10 Sekunden Reload. 2 Schüsse kann ich ja schlucken, sogar 3 eigentlich. Oh, 152 Schaden gedrückt. Ich hoffe, das hat mit dem Spotten geklappt diesmal. Wobei, ich habe mit 50-100 Spotten, der hat mehr Life als ich. Hat funktioniert. 2 Kills, 1000 Damage, nice. Ja, KV-2 ist ein ganz netter Panzer, kann man so sagen. Also wer ihn nicht gefahren hat, ne, auf jeden Fall mal sich besorgen. Kann ihn gebrauchen, ja. Ja, der macht schon recht Spaß. Mastery Badge Second Class. Ich habe sogar Spotting Damage, beziehungsweise Tracking Damage. Wir haben Reg hier sogar gewonnen. Guck mal, du bist so weit unten, obwohl du 1200 Spotting Damage hast. Ja. Das ist krass. Was hat denn der erste? 3000 Spotting Damage, 1000 Damage gemacht. Nicht schlecht. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, und Runde 2. Und neuer Panzer, wie ihr seht. AL44. Und ja, ich habe mit FreeXP die erste Gun in den Turm gekauft. Tut mir sehr leid. Aber mit dem Sarg muss man nicht fahren.
Wofür hatte ich die FreeXP? Ich habe 48.000 oder so hatte ich. Und ich habe jetzt immer noch 15.000. Wo wollen wir denn hinwandern? Ist eine gute Frage. Doppel-R habe ich schon drinne. Weiß nicht, links hoch und dann durch die Heavy-Gasse. Standard also. Ich meine, das war quasi unser Job. Achso, ich habe die XVM-File gar nicht runtergeladen. Naja, macht ja nichts. Ah, ja, das kommt davon, wenn man nicht gerade ausguckt. Mein Fehler. Nein. Na, wie süß sieht denn der Capron 2 mit der Scheißkanone aus? Der hat die 122er HE-Knöpfe mit dem Scheißturm. Dann fahre ich eigentlich gerade lang. Weiß es nicht, du wolltest dir die Mitte, ne? Ja. Nee, ja, eigentlich nicht. Aber was geht ist mit mir los? Erstmal meine Tastatur wieder zurechtfinden. So. Warte mal da. Es hat alleine keinen Sinn, dahin zu fahren. Dann lass da in der Ecke, wo du gerade stehst, irgendwo vercampen, wenn das geht, und dann warten, bis sie hier durchkommen. Weil, keine Ahnung. Wobei KV1S kommt uns noch hinterher und KV2, glaube ich, auch. Ah. Wenn die beiden da sind, dann ist ganz gut. Ich hatte den BDR GNSP ja schon länger und der war ja schon ganz cool. Und der ARL macht aber jetzt, also, das macht Laune. Das zweite Runde mit dem. Und die erste Runde war mittelmäßig. Der Panzer mit der Schreibweise, wo man sagen könnte, es ist ein Borg-Tank, ja. Der BDR. Ja, das sieht doch so aus. Ich gehe mal in die Mitte, weil ich krieg meine Gun ganz gut runter. In die Mitte, ich gehe mal nach unten. Das ist ja auch noch so übel, der hat ja auch noch eine gute Gun Elevation. Ich spotte nur mal kurz, da steht nichts. Ja, auch noch ganz Aber sauber, stimmt, guck außen mal, grün. AL und VK sind unten. Dann kann uns hier eigentlich nicht so viel entgegenkommen. Aber Nee, wir dürfen. Ja, wir wir müssen könnten aufpassen. probieren durchzufahren oder wir fallen denen da oben in den Rücken. Ja, ich würde versuchen durchzufahren, das macht der KV1S nämlich gerade, dass sie in den Rücken fallen. Aber wenn die jetzt hier gleich hinter der Brücke stehen, sofort zurückziehen, weil dann haben die viel Ja, auf bessere jeden Position. Fall. Dann haben wir die viel bessere Pose als wir. Nee, da liegen wir auch im Trommelfeuer von der Arti, wenn wir Pech haben. Die sind hier gar nicht. Oh, Ah. hi BDR, na. Der Oh, der hat lecker, eine dicke Schelle lecker gekriegt. Lecker Schmecker, mein Schmecker. Freund. Warte, ich hab schnelleren Reload. Noch 4 Sekunden. Ja, der ist weg. Oh, da Der oben, Churchill, Churchill. der ist gefährlicher. Die Arti hat gerade geschossen. Also hat nicht nachgeladen. Komm, drück ihm eine. Passiert. Aua. Ja. Oh, M37. Ja, die wollte noch mich schießen gerade eben, die Na, doofe. na, 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 na. Du blöde Kuh. Oh, wie es mal gar nicht leckt jetzt gerade. Ne, Jetzt ich. aber. Oh, wir haben gleich eine Hellcat im Rücken. Ne, doch. Ja, die verlieren in der Mitte. Oh, Ja, oh, wir oh. müssen in der Mitte helfen, dass so schnell wie es geht da hinkommen. Weil da steht noch ein Nashorn oben auf dem Hügel. Ist Ja, auch. aber diese M12 im Rücken, das tut auch weh, ne? Naja, ist nur die billig. Die ist schon tot, die M37. Da ist ein Nashorn. Ja, das ist Primary. Das macht so viel Schaden. Boah, das fährt gerade weg, oder? Mann, ich Oh, ich hab Idiot. daneben Mann, gesenzt. ich Idiot bin runtergefahren. Gut, so, dann gehen wir zurück und helfen denen da oben, wa? Ja, der Stuck wird gleich zurückkommen, weil der Stuck ist nicht so gefährlich. Das Ding ist, wir müssen die einfach nur aufhalten, bevor die unten rausfahren können. Und dann haben wir ein Problem. Ah, war doch schon mal ganz gut der Anfang von der Runde hier. Und ich habe noch die Scheißgun, also das Scheißgun, die ist auch schon gut, aber noch nicht die wirkliche Top Gun drauf. Boah, und ich hab Schluck auf. Ätzend. Jetzt der 1S nämlich alleine. Fuck that useless team. Ich muss flamen, weil ich selber scheiße bin. Oh Mann, ne. Ich meine, so im TS zu flamen ist ja was anderes, weil, als es dem anderen ins Gesicht zu sagen, du bist scheiße. Och, kann man doch ab und zu auch mal bringen. Ja gut, aber das ist jetzt. Ich meine, das sind Randoms, das erwartet der Typ. Will der hier die Oh, besten. Sch KV1 ist put. Ja, 1S, das will ich auch so machen. Mach ja keinen Platz. Komm, Hellcat, komm, Ich drück Hellcat, den da du, jetzt. du willst es, du Ich drück den da jetzt durch. Ich drück den da jetzt willst es durch. doch. So. Entschuldigung, ich musste gerade mal stehen bleiben. Ja, macht ja nichts.
Bei mir ist hier gerade so ein Wrack rumgebackt. Nice, unser Kill. Bum, bum. Aber lass mal umdrehen, die anderen beiden sind unten. Also ich glaube, so rum ist schneller, ne? Nein, ja. Both H2, die sind gespottet, Junge. Und außerdem sagt man nicht, wo seine Teammitglieder sind. Genau. Schachkopf. Da kann man reported werden. Da kann man reported werden, sagt der Joker. Und da hat der Joker recht. Das ist völlig un... Das macht man nicht. Nee, das macht man auch nicht, wenn man schon verloren hat. Ich meine, die haben jetzt schon verloren. Das ist wahrscheinlich Fakt. Aber ey, wir haben Waffenbrüder, wenn wir überleben. Nice. Ja, dann lass uns mal überleben. Dann gehen wir lieber baden oder so. Sieht man die? Oder sieht man die nicht? Den sieht man. Lol. Warte. Alter, war der schnell tot. Der hat gebrannt sogar. Offen? Ich habe gerade angefangen zu aimen, da war der tot. Alter, die Hack hat mal genug geflamed jetzt. Hier ist mein. Das werden wir sehen, ob es deiner ist, KV1. Wäre so witzig, wenn der KV1 jetzt blow-up geht. Ach ne, schade. Na, sagen, GG. Das war Waffenbrüder. Das würde ich auch so behaupten. Lecker Runde. Oh ja, und für euch eine schön lange Folge, weil die erste Runde ja schon 10 Minuten gedauert hat. Und das ist mir gar nicht aufgefallen mit den Waffenbrüdern. Und das, oh, was ich für Auszeichnungen bekommen habe. Reaper habe ich bekommen, dann habe ich Master Gunner bekommen, Mastery Badge Third Class und... Third Class nur? Okay. Und ja, gut, Brothers ich habe Waffenbrüder gekriegt und dritte Klasse, aber reicht. Ja, wir haben quasi dasselbe gemacht. Fast dieselbe. Ja, ich habe Team Damage gemacht, weil ich gegen den eingefahren bin am Anfang. Ärgerlich. Naja, gut. Wir haben genau gleich viel Tracking Damage. Achso, dann haben wir wahrscheinlich dieselben getrackt. Ja, könnte daran liegen. Ja, das ist gut möglich. Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Zugucken, wünsche euch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.